Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal direkt rein, Leute. XRP heute bei 1,77. Wir haben gerade 15 Uhr, wo ich das Ganze hier aufnehme. Und da ist der Preis auf jeden Fall schon wieder ein bisschen gesunken seit heute Morgen. Da hatten wir einen krassen Run-Up. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass da ein anderer Token noch gelauncht ist, der ja, Bezug zu XRP hat und deswegen dem Ganzen noch ein bisschen mehr Momentum gegeben hat. Sehr interessant und ich bin mal echt gespannt, was so die nächsten Tage, Wochen passiert mit XRP. Wir haben auch bei Dogecoin einen sehr krassen Anstieg gesehen. Bevor wir jetzt in das Video reinstarten, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr Kryptos handeln wollt, dann gerne mit dem ersten Link in der Beschreibung. Das ist mein Binance Referral Link. Da bekomme ich dann immer, was weiß ich, Cent-Beträge an Provision, wenn ihr da einen Trade macht. Vielen, vielen Dank dafür an jeden, der das nutzt. Und dafür gibt es auch hier direkt mal den ersten Tweet. Digital Asset Investor. Dieses Video hier. Based on your personal client disclosures then, for half of your tenure as SEC Chair, you would not be able to vote to enforce the law against several big banks, including Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays and UBS. Is that right? Yes, Senator. The way, thank you. Those banks have repeatedly violated securities laws in the past few years, but if they violate securities laws again in your first 2 years as SEC chairman, you can't vote to punish them. And I think that's a problem. But it's just the tip of the iceberg. Your recusals would not be limited just to your own former clients. The ethics executive order also requires you to recuse yourself for 2 years from any matter in which your former law firm, Sullivan and Cromwell, represents a party. Now, Sullivan and Cromwell is a leading New York law firm with a very long list of Wall Street clients. So for half of your term as SEC chair, you would not be able to vote to punish any corporation or bank that uses Sullivan and Cromwell as their lawyer. Is that right? I believe that's a fair summary, Senator. Yes. Thank you. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann hier Joseph Lubin, Co-Founder von Ethereum und der Erfinder, ne, oder der Gründer, ne, der Co-Gründer von Ethereum und der Gründer von Consensus, Full Stack Global Blockchain Firma, Fast Growing Blockchain Industry, Powerful Advocate of Decentralized Technology. Sehr, sehr interessant. Weiter geht's hier vom Real XRP Boy. Wer erinnert sich hieran? Die neutrale Brücke. Also, was ist mit einer neutralen Brücke? XRP ergibt Sinn. Closing, let me note Jack Kemp's observation at that 1983 conference, when he pointed out that any new system of formally maintained exchange rates among the world's currencies would need to choose a common reference point, an anchor. It could be a national currency like the US dollar. It could be a commodity like gold. Or it could be a supranational invention like the IMF special drawing right, the SDR. Bob Mundell gave his own view. He said, choosing a dollar standard would be like imposing English as a world language. Choosing the SDR, he said, would be like trying to impose Esperanto on the world trading community. Mundell said that a gold standard would be closer to the mark, in his words, given the significant gold holdings of central banks. Quoting Mundell, if all countries agreed to convert their currencies into gold at an agreed price, gold could serve in lieu of the SDR, and the international gold standard would provide the world economy with a common currency, unquote. Let me just say that I believe U.S. leadership can and should play a strong role in helping to build a new, stable international monetary system to serve an open global marketplace dedicated to free trade and genuine competition. And if the next Bretton Woods conference takes place at Mar-a-Lago, great. Let's hope it's not too far in the future. Sehr interessant auf jeden Fall. Hier noch, wir sehen das Ganze
sich entfalten hier. Ne? Und dann hier nochmal so ein Meme 1983. Ja, da sah es auf jeden Fall so aus. Ne? Wenn ihr euch das mal vor Augen haltet, wie krass es damals aussah. Also aussah im Sinne von die Technologie, wie die damals war. Und wie krass die Technologie heute ist. Sehr, sehr interessant. Von Nikesa, Mr. Pool. Dann hier Cryptomaniac posted $50 XRP before you know it. Das hat Mr. Pool geliked. Super interessant. Der Vulkan, der hier ausbricht. Die ganzen Sachen, die Mr. Pool liked, sind ja sowieso immer recht relevant, würde ich behaupten. Was ist das? Hier geht es auf jeden Fall um den Lawsuit der SEC. Da hatten wir hier das The King Arrived. Ne? Jetzt ist der König da. XRP, Bitcoin hat lange genug den König gespielt oder gemimt. Vom Archielect haben wir hier Mirror Effect, der Spiegeleffekt. Super interessant. Weiter geht's noch hier von Meet Kevin, Jerome Powell oder Powell. Federal Reserve just said on 60 Minutes the biggest risk we face is nicht ein 2008er Crash, sondern eine Cyberattacke. Ne? Also nicht nochmal irgendwie so ein Börsencrash wie 2008 oder so ein ganzer Crash von wie 2008. Ne? Leute, die da schon gelebt haben, erinnern sich auf jeden Fall. Ich war da wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, um das alles zu verstehen. Dann hier die ganzen finanziellen Institutionen verlieren die Fähigkeit, dass die Bezahlungen überprüfen, nachvollziehen können. Sounds like we need more Bitcoin. Naja, da kann sich ja jetzt eine eigene Meinung bilden, aber ich bin auch überzeugt davon, dass das Geld auf den ganzen Bankaccounts auf jeden Fall, Bankkonten, nicht so sicher ist. Die WEF warnt vor Cyberattacken, die zu einem Kollaps des Systems führen. World Economic Forum hier und dann so ein Stereotyp-Hacker, wie man die ja mal kennt aus den Filmen. Ne? Das ist auch mit 1 und 0 und er ist natürlich auch mal schwarz gekleidet hier mit so einem schwarzen Kapuzenpulli. Auch recht dünn. Das ist natürlich das typische Bild eines Hackers. Von Mike Pompeo. Hier auf jeden Fall Checkmate, also Schachmatt. Nikesa hatten wir zuvor auch das Bild. Genau, dann hier Interesting Timing with Pompeo's Interview with Thiel and Pompeo's Chess Tweet a few days later. Das war das. Das sind keine Zufälle. Dann von J9 Delton. I'm here and it has begun. Ich bin hier und es hat begonnen. Pyramide sieht auf jeden Fall so aus. Da sind wir auf was fliegen. Sonne, den Mond. Erinnert mich an dieses eine Bild von... War das von Mr. Pool? Glaube schon, ne? Ich glaube, das war von Mr. Pool, das mit dieser Pyramide. Gary Gensler, Kalender Nummer 33. Hier. Ja, ja, ja. Also die Numerologie auf jeden Fall ist sehr krass hier. Hier sehen wir es nochmal... Groß, Gary Gensler, confirmed. Dann follow the green swan, hatten wir ja zuletzt auch schon mal hier. Green swan event, goodbye 2023 von der BIS, der schwarze Schwan. Dann hier Satoshi Nakamoto, hatten wir auch schon mal in dem Video. Wer? Ich denke mal, wir wissen alle, dass es wahrscheinlich David Schwartz ist. Joel Katz. XRP, Synergy, XDC. XDC, XRP. XDC auch gerade auf dem Crazy Rise. Ich hoffe, da seid ihr auch allein gestiegen. Ich bin da auch so seit 3 Cent drin. Ja, dann haben wir hier X, ganz viele Xs. Dann Muster, die Matrix. Ra, ist ja der Sonnengott. Sun, Pa. Sehr, sehr viel wahrscheinlich hier zu finden auf den Bildern. Dann geht's weiter hier von Agent 58. Explain this please. Erklärt mir das hier bitte. Dieser krasse Anstieg hier. Kann leider nicht ganz genau sehen, wohin es ging. Und dann hier ging es direkt wieder straight up runter. Aha, aha, aha. Was ist das? Vielleicht ein Stress-Test. Achso, hier oben. Hier sehen wir es doch. 59.600. Dann hier von Vegesta Exchanges. Oh,
Ja, ich wurde gehackt. Also die Exchanges und die Börsen dann so behind the scenes. Cash Money. Leute, nochmal ganz klar der Aufruf hier. Holt eure Coins zu euch auf dem Ledger, auf dem Treasure, auf irgendeine Software-Wallet, die safe ist. So, ich kenne auch nicht alles, was safe ist, aber ich weiß, dass der Ledger und der Treasure oder so, diese Hardware-Wallets deutlich geschützter sind als irgendwelche Exchanges. Und gerade solchen Leuten wie von Coinbase und so weiter traue ich kein Stück. Weiter geht's hier. Christmas Eve ist trending in England. Interessant. Vom Archilect. Exit, 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 Exit. Wir kennen das ja immer, wenn der Exit postet, dann passiert auf jeden Fall etwas mit Bitcoin. Und weiter geht's hier nochmal. First Day, Third Month. Jahr des Ochsen. Hier. Und der Mond. Weiter von XRP Joker. SEC Clarity coming soon. Wann wird der XRP-Preis explodieren? Ihr seid besser bereit dafür oder vorbereitet. Es wird eine große Veränderung kommen. Und dann hier von Occultbot. Reset. Gott, der den Reset-Button der Welt drückt. Sehr, sehr krass. Auch das ganze finanzielle System. Aber wer weiß schon, was am Ende des Tages wirklich passiert. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr bei frischen neuen XRP-News wieder. Bis dahin kommt gerne in den Discord, die Telegram-Gruppe oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen hier. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen 18 Uhr. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.